Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shimming Tensei. Jetzt sind wir natürlich sofort wieder im Kampf, was natürlich ungeil ist. Ich habe jetzt nicht weitergespielt, also um rauszukommen, weil ich wusste jetzt nicht, ob wir, wenn wir jetzt die Tür verlassen, also rausgehen, ob da jetzt nicht noch ein Event kommt oder so. Deswegen dachte ich mir, mach es lieber so. Alter. Kommt da echt jetzt normal diese selbe Einheit? Kombination. Ja. Am Ritter Soda. Egal. So, wir haben ja jetzt letztes Mal Puto besiegt. War ein bisschen erwartet anders. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Und schön. Wir haben auch. Ja, und das mit weiter. Ich habe letztens wieder mal Skaya 5 gespielt. Also extrem viel. Und da wird es vermutlich bald ein Video kommen, weil ich habe echt. Also, da wird bald ein Video kommen. Und darauf habe ich echt Bock. Weil ich habe wirklich mal ein bisschen was gemacht in Skaya und ein bisschen gelevelt, ein bisschen umgeguckt und so weiter, und dann zeige ich euch einfach mal den Fortschritt sozusagen, wie es weiterging etc. Jetzt level ich ganz kurz ganz ziemlich gut. Aber das habe ich letztens auch schon gesagt. Grand Tag. Heavy Gun Attack. Aber ich verliere dadurch Mikido. Aber es wäre was Neues. Deswegen. Yes. Wechsel es. Auch wenn du dann nicht mehr so effektiv bist, aber. Wow. Na dann. Very well. My name is Divine Throne. It's a pleasure to meet you. Cool. I learned. Resist fire. Hey, jetzt wäre es witzig zu wissen. Aber, ne, nimm es erstmal. Jetzt wäre es witzig zu wissen, gegen was du schwach bist. Okay, Dekaya. Dekaya können wir sogar wirklich gebrauchen. Ja, machen wir mal. Okay. Schick. Schauen wir uns mal ganz kurz noch dieses neue Monster an. Mir wurde gesagt in den Kommentaren, dass er sich zweimal entwickeln kann. Ich bin 60 und du bist 62. Warum geht das? Hä? Seit wann geht das, dass ich sozusagen Fusion... Hä? Oder habe ich da irgendeine App drin, dass mir das sozusagen ermöglicht, weil ich zwei Level über dem Dingern bin, sozusagen. Komisch. Na gut. Ich weiß zwar nicht wie, aber es geht anscheinend, und wir haben jetzt ein Level 62 Monster, obwohl ich Level 60 bin. Vielleicht liegt es auch an dem... Ach, das wird bestimmt in den Kommentaren drin geschrieben. Sieht cool aus, muss ich sagen. Mal gucken. Er entwickelt sich gerne nochmal. Gucken, wo er sich denn hinzuentwickelt. So. Da könnt ihr euch dann bald drauf freuen, das Skaya nochmal zu sehen. Und... also für die Leute, die das gucken halt auch. Es gibt ja einige, die gucken ja zum Beispiel hier diese Shin Megami Tensei nicht. Dafür das Skaya haben sie geguckt. Und...
Ja, andersrum glaube ich auch so, dass es einige bestimmt gibt, die sozusagen Shin Megami Tensei gucken, aber nicht Disgaea. So. Ja, ich bin echt überlevelt hier, ne? Für die. Ja, gut, für die Kleinen hier bin ich überlevelt. Mir wurde übrigens auch gesagt, dass ich sozusagen noch eine Quest habe. Und, also so eine kleine Nebenquest, sag ich mal. Und wenn ich die jetzt hier abschließe, dann kann ich die nicht mehr machen. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Also. Weil. Das ist hier kein 100% One. Also. Dass wir hier alles wirklich entdecken. Weil bei Lucifer's Corner, da wollte ich halt auf jeden Fall dieses eine Ende haben. Und. Da habe ich wirklich viel auch mit sozusagen Tipps gearbeitet. Und hier, das ist sozusagen wirklich das Ende. Mal gucken, wie das jetzt aussieht eigentlich. Naja, auch nicht so geil. Und? Yes. Na, das sieht aber wirklich ziemlich nice aus. Und irgendwie habe ich auch so ein bisschen, also wirklich diesen Elan verloren für dieses Spiel. Weil, habe ich aber auch schon öfters gesagt, das Spiel fesselt mich nicht so stark wie... Oh, shit. Hä? Ist das so langsam geflogen? Egal. Boah, natürlich. Na? Naja, gut. Das Spiel fesselt mich leider nicht so stark. Das ist halt... Schade, weil... Kommen wir auch ab. Wie zum Beispiel bei Lucifer Scroll. Also Lucifer Scroll hat mich ja wirklich auch noch interessiert und so weiter. Wie ich da welche Monster ich verbinde. Und hier ist es irgendwie doch ein bisschen eigentlich egal geworden, was jetzt meine Endkombination ist, sozusagen. Und ja. Ist natürlich schade. Aber ich spiele es trotzdem, weil ich doch noch ein bisschen wissen will, wie es weitergeht. Und deswegen wird es auch jetzt nicht so später diese Modifikation geben. Aber Apokalypse soll ja besser sein. Ich beschäftige mich natürlich mit Apokalypse dann auch noch. Also es kommt dann auf jeden Fall noch dran. Das gab viel. Das gab sehr viel sogar. Also auf jeden Fall wird Apokalypse kommen, weil mir auch der Hauptcharakter, also zumindest dieser komische Typ, der auf den Covern drauf ist, der sieht ziemlich cool aus und deswegen... Das ist aber, glaube ich, nicht der Hauptcharakter, aber ist auch egal erstmal. Keine Spoiler. So. Das wird schon. Also dann, das wird auf jeden Fall kommen. Ach, Mann, ja. Nein. Und, also das wird halt... Ich weiß nicht, wann es kommt. Vielleicht kommt es erst später. Aber da werden wir auf jeden Fall mal gespielt. Keine Sorge. So. Gucken wir doch mal ganz kurz an, was... Klar. If you've got business, then hurry up and spit. Here's open, we both see each other alive again. Okay, neue Quests sind frei. Geschaltet. Hier jetzt auch zum Beispiel mit diesen ganzen Nebenquests hier. Also, da guck, hier sind auch ganz viele closed jetzt. Und, ja. Natürlich sind hier sehr viele closed jetzt. Ach, at this moment, ja, ich werde natürlich wieder hochkommen. Aber da wird wahrscheinlich bald das jetzt nicht mehr so sein. Und mein Gott. Also, weil mich das einfach auch nicht mehr reizt hier, diese Nebenquest-Geschichten. Die finde ich auch ein bisschen übertrieben bei manchen Spielen. Gut, es ist ein Rollenspiel, man wird natürlich lange beschäftigt. Falsche Richtung. Man will natürlich lange beschäftigt werden, aber
wenn die Aufmachung, also von dieses Feeling nicht so stark rüberkommt. Es ist halt sehr, sehr schade. Und ich glaube, ich gehe rein, ne? Ja. Speak of the devil. Everyone in Tokyo is talking about you already. The messiahs I summoned have beaten Pluto. Yes! Now we can all live out in the open again. Oh, right. I must go thank God. Akira, you know what to do, right? Make sure to thank our messiahs. Reporting to God, eh? Here you are, as promised. Congratulations on completing the quest. Okay. Wir sind bald voll, Leute. Es wird wahrscheinlich bis 200 gehen. Nee. Nein. Ja, was hast du denn gelernt? Nee. Das wäre geil, wenn die zum Beispiel auch wütend werden könnten und sich dann rebellieren könnten, sozusagen. Das wäre geil. Dass du wirklich manchmal sagen musst, ja, okay, ich lasse dich das machen, weil sonst wirst du mich sauer wie Sau. Und dann habe ich ein Problem. War das weg. Ja. Also das wäre dann witzig, ey, wenn wirklich das dann so kommen könnte, dass der wirklich wütend wird und dann einfach rebelliert und mich angreift oder so. Und dann so einen Buff hat. According to the White, this remote connects the human world to the expanse. Knowing that, you are certain about giving it over to us? You can use it as you please. I'm prepared to have Tokyo filled with demons. Some people used to preach that demons were the embodiment of our desires, and that we should live in harmony. Wait, that's... I get that now. To bring back Tokyo, we need passion now, not empty words. We can't afford to stand on ceremony. If demons start popping up, I'll take control of them and put them to use. A very bold plan. Sir Kiyoharu is a tad bit unique, so I think it would be better if you were to lead. If we succeed in reviving Tokyo, I'm thinking of renaming the newborn city. Out of respect to you three, I'll call it the Eastern Kingdom of Mikado. If that were to happen, you would be King Akira of the Eastern Kingdom of... Huh? Now go. Stories of your achievements will be passed down for generations to come. So long, our messiahs. Ahaha, da sind wir in die Vergangenheit zurückgereist. Na geil. Wir sind in der Vergangenheit und haben das Mikado. Wenn wir jetzt die andere Quest gemacht hätten, dann hätten wir Mikado ja nie gemacht, oder? Dann hätten wir alles verändert. Glaube ich. Oder wäre das keine große, krasse Entscheidung gewesen? Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Das habe ich jetzt nicht so ein bisschen vergessen jetzt. Ne? Also ich habe jetzt die Fernbedienung. Also ich muss jetzt wahrscheinlich wieder ganz zurück in diesen anderen Bunker. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch finde irgendwie.
Ja, ich weiß, dass da was ist. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal hinlatschen. Jo. Tschüss. Die sind leider immer noch nicht stark genug. Schwach genug. Aber jetzt aber. Ein bisschen Mana sparen. Der Main-Charakter kann das ja verwenden, weil er kriegt ja sowieso sehr viel Mana wieder gleich. Bei einem Level-Up. Also der kommt ja schneller Level-Up als... Jetzt muss ich aber gucken. Jetzt muss ich schauen, wie ich da hinkomme. Ich weiß nicht, ob das da hinten war. Also das ist da links. Weil da, das hier war Pluto, ne? Hier, das hier. Ja, das war Pluto. Oder? Wartet mal. Ich laufe jetzt bestimmt wieder zurück, ne? Ja, ich laufe zurück. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Okay. Hätte es sein können, dass hier noch irgendwas ist oder so. Aber nein, ist hier nicht. Der verwundert mich, dass der sich nicht bewegt. Wartet mal. Doch, der bewegt sich. Oder ist einfach nur despawned, weil ich aus dem Bildschirm gelaufen bin. Das könnte natürlich auch sein. Wie bin ich denn? Komme ich denn da hinten überhaupt hin? Da links? Oder ist das nur eine optische Täuschung? Vielleicht komme ich da hin, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich aber noch ein paar Sachen einsammeln. Gibt ja ein bisschen Marker. Mir wurde auch zum Beispiel gesagt, dass ich, wenn ich Gold, also Marker-Probleme hätte, dass ich dann sozusagen die App, also das eine downloaden könnte. Aber brauche ich eigentlich nicht. Also 187.000 ist eigentlich derzeit genug. Und wir haben nur einen Flur, wo wir hingehen können. Da war ich gar nicht. Hey, listen up. Okay. Achso, das ist der Key, den ich bekommen habe, ne? This is the blasted Kasumigaseki terminal. What do you want to do, Master? Activating transport mode. Ach so, jetzt sind wir. We're here. What should we do, Master? Und wo, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt in dieser Stadt? Hey, jetzt sind wir woanders? Jetzt sind wir in Shibuya. Warum sind die aus wie Figuren jetzt? Das hat wahrscheinlich was mit dem Linken da zu tun, mit dem komischen zerrissenen Typen da. Also, ist nur eine Vermutung. Der lernt auch nichts Neues. So, gucken wir mal. Hier ist irgendwas. Achso, ist so. Huch. Achso, nichts Besonderes. Ich hätte bloß was geblendet von draußen. Deswegen bin ich gerade gewundert. Na, 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 na. Megiddo. Jawohl. Es nicht? Doch. Ha! Geblockt. Ein bisschen Mana wieder gespart. Marker Mana, das ist immer so ein Problem, ne? Also, so.
Wo gehen wir denn hin? Das ist doch kacke hier alles. Ah, hier geht's weiter. Nicht, dass wir hier irgendwas Gravierendes verpassen. Oh. Was? Achso, ich hab einmal zu viel drauf gedrückt. So, von hier aus. Ne, von hier aus kommen wir nicht. Hier ist wieder so ein kleiner Bunker. Aber hier sind Monster. Aber irgendwie. Behold my demons! Was ist das denn? Boah, das sind Folter. Futzis, ey. Okay. Schöner Quitt. Okay, sind aber nicht so einfach. Nicht so schwer. Ja, Gamok, extrem wenig Marker. Ach, EP. Mensch. Oh, vier Sterne. Ah, das ist wieder so ein normaler. So ein normales Gruppe hier. Ein bisschen einfach, also so eine einfache Gruppe halt. Auch wenn er mir gleich wahrscheinlich viel, viel Schaden drücken wird. Oh doch. Ah. Nee, oder doch nicht. Autokampf. Ja, es lohnt sich einfach nicht da. No. Null Eis zu. Ja. 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 Du darfst es ändern. Denn du hast mich endlich eine starke Eisattacke gelernt. Und die kann ich verwenden für später. So, das ist wieder ein Relikt. Be careful. Er hat. Ja, vor der Treppe oder? Also kommt es jetzt gleich oder kommt es jetzt nicht gleich? Mal gucken. Nee, kommt nicht gleich. Also gehen wir erstmal noch die schönen Räume ab. Ich hatte es irgendwie geahnt, dass da einer steht. Mhm. Arschloch. Ist der denn jetzt? Nee, der ist nicht. Der ist bestimmt nicht tot, der ist nur weggeblasen. Und weggeschossen worden, oder? Och, ey. Mars Younger. Schöner Blitz hier. Ja, wieder ein Level ab. Geil. Schön Maragi-Stein. So, ist der jetzt tot? Nee, der wurde weg. Ach, der ist lost. Der ist wirklich weg. Nein. Komm bloß wieder, du Penner. Da haben wir den verloren, ey. Behold my demons! Na, erstmal schön. Naja, gut, das macht ja keinen Schaden. Zumindest macht es gefühlt keinen Schaden. Ich frage mich, wann er wiederkommt. Oh, Geister.
Okay. Mhm. Geister. Over here.